Mit über 1 Milliarde Euro fördert die EU allein seit 2014 berlinweit Projekte aus dem Europäischen Regionalfonds. So zum Beispiel auch in Mitte. In Berlin-Mitte ist immer etwas los. Und falls doch mal etwas außer Kontrolle gerät, ist zum Glück die Feuerwehr nicht weit. Auch hier ist das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Im Rahmen des durch die EU geförderten Projektes ELF nutzen wir hier bei der Berliner Feuerwehr seit September 2020 ein Löschfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb. Damit erproben wir die zukunftsfähige Mobilität und den umweltgerechten Ablauf an der Einsatzstelle. Gerade in hochfrequentierten Innenstadtbezirken ist eine Anpassung aufgrund des Klimawandels notwendig. Das Projekt ELHF soll den Regeleinsatzdienst von Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeugen zu mehr als 80% in einen rein elektrischen Betriebsmodus umlegen. Ein Fördervolumen von 1,8 Millionen Euro Unterstützung aus BeNE, dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung, macht es möglich. Und so sieht das Fahrzeug aus der Nähe aus. 2021 sind wir mit diesem Fahrzeug rund 1500 Alarme gefahren. Mitte ist Berliner Modellbezirk. Bestehen die elektrischen Löschfahrzeuge den Praxistest, soll die gesamte Berliner Flotte umgestellt werden. Der Batteriespeicher liefert den Strom für die Fahrten zum Einsatz und zurück, sowie alle feuerwehrtechnischen Geräte, die auf dem Fahrzeug verlastet sind. Der Vorteil für den belebten Bezirk Mitte besteht zum Beispiel in Lärmreduzierung für AnwohnerInnen und weniger Abgase durch einen klimaneutralen Fuhrpark und den Einsatz von Ökostrom. Europa macht Berlin fit für die Zukunft. Innovativer, nachhaltiger, bürgernäher.